Ja, herzlich willkommen zurück bei der Vosges 2022 auf der Bühne 3. Und in diesem Blog beschäftigen wir uns mit Praxisberichten. Das Thüringische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation hat einen Prototyp entwickelt für eine Bodenrichtwertauskunft auf Basis von QGIS und PostgreSQL PostGIS. Welche Herausforderungen es da zu stemmen gab, das erklärt uns jetzt Friedrich Brandt. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vortrag Prototyp einer Bodenrichtwertauskunft unter QGIS und PostgreSQL PostGIS. Mein Name ist Friedrich Brandt und ich arbeite im Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation im Referat Entwicklung Geoinformationssysteme. Kurz ein Überblick über die wichtigsten Aufgaben des TLBG. Wir sind im Land Thüringen zuständig für die Führung des Liegenschaftskatasters, für die Durchführung und Führung der Landesvermessung und für die Bereitstellung der Geodateninfrastruktur, kurz GDITH. Weiterhin gehört zu den Aufgaben auch die Grundstücksbewertung nach dem Baugesetzbuch, die Durchführung von Verfahren der Bodenordnung und Flurbereinigung sowie die geodätische Berufsausbildung im öffentlichen Sektor. Mit dem hier vorgestellten Projekt befinden wir uns dann bei der Grundstücksbewertung nach dem Baugesetzbuch. Ja, kurz zur Motivation. Was steckt hinter dem hier vorgestellten Projekt? Was ist ein Bodenrichtwert? Ein Bodenrichtwert ist erstmal der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets. So sagt es das Baugesetzbuch. Die Beschlussfassung über solche Bodenrichtwerte findet im zweijährigen Zyklus statt und diese Werte werden dann entsprechend veröffentlicht im Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen, kurz BORIS-TH. Und das ganze System funktioniert bei uns seit dem Jahr 2020 auf Basis des ebenfalls Open-Source-Projektes Masterportal. Die amtliche Bodenrichtwertauskunft, das heißt, wenn jetzt der Bürger sich ein amtliches Dokument holen möchte, erfolgt derzeit allerdings noch durch die Vorgängertechnologie, den sogenannten BORIS Full Client. Und die Basis dieser Technologie ist also ein proprietärer Webclient der GDI Thüringen, der nun sein Lebenszeitende erreicht hat und aus diesem Grund ja eben auch bereits mit der Umstellung des Großteils der Beauskunftungsmöglichkeiten aufs Masterportal begonnen wurde. Ja, so sieht das Ganze jetzt in dem Altsystem aus. Wir sehen also auf der linken Seite die Möglichkeit einer räumlichen Suche nach einem Flurstück, was entsprechend beauskunftet werden soll. Der Bearbeiter kann dann eben zu diesem Flurstück navigieren, bekommt dann das Fenster in der Mitte angezeigt, wo er eben entsprechende Antragsdaten erfassen kann und eben die Auswahl treffen kann, wie die Bodenrichtwertauskunft konkret aussehen soll. Und dieses System galt es jetzt im Wesentlichen im QGIS nachzubauen. Ja, was sind denn erstmal die Anforderungen an unsere Bodenrichtwertauskunft? Wie ich eben schon sagte, es geht um die Erteilung amtlicher Bodenrichtwertauskünfte auf Antrag. Und der bisherige Workflow sieht eben so aus, dass das angefragte Flurstück auf Basis, je nachdem, Flurstücksnummer, Adresse, Bodenrichtwertnummer oder auch der Suche nach Verwaltungseinheiten identifiziert werden kann. Danach wird gegebenenfalls, um das Ganze weiter einzugrenzen, werden noch weitere Flurstücksinformationen, beispielsweise zu den Eigentumsverhältnissen, eingeholt. Und im letzten Schritt erfolgt dann wirklich die Erstellung der amtlichen Bodenrichtwertauskunft. Das ist der eben gezeigte Dialog, zumindest das erste Fenster davon. Das heißt also die Auswahl der Bodenrichtwertzone, Wahl des Druckformats, des Maßstabs und des Kartenausschnitts. Ganz wichtig dabei ist allerdings, dass die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, hier eingehalten werden, gerade im Hinblick auf die Verarbeitung und Abfrage der Eigentümerdaten. Ja, welche Daten werden denn nun angezogen, wenn eine solche Bodenrichtwertauskunft für den Bürger abgegeben wird? Wir haben hier im Amt mehrere Primärdatenquellen, die daran ihren Anteil haben. Wir haben 8 Katasterbereiche über Thüringen verteilt, die die eigentliche Erfassung dieser Daten übernehmen. Und jedes dieser 8 Katasterbereiche hat eine eigene Datenhaltungskomponente.
Und die ist wiederum nochmal aufgetrennt. Das heißt, es gibt 8 Datenhaltungskomponenten für den Bereich Bodenrichtwerte und 8 Datenhaltungskomponenten im Bereich Alkis, wo entsprechend die Flurstücks- und Eigentumsinformationen gepflegt werden. Zum dritten kommen dann noch vorberechnete Alkis-Flurkarten zum Einsatz, die für die jeweiligen Bodenrichtwertstichtage als WMS vorberechnet werden und dann für die grafische Ausgabe verwendet werden. Das BORIS-TH in seiner jetzigen Form greift allerdings nicht auf den Primärdatenbestand zu, also nicht auf diese jetzt insgesamt sogar 16 Datenhaltungskomponenten in den Katasterbereichen, sondern diese Daten werden zyklisch an die GDI Thüringen übertragen und aus diesem dort gesammelten Datenpool erfolgt dann letzten Endes die Beauskunftung. Wichtig ist allerdings, dass die detaillierten Flurstücksinformationen, also insbesondere die Recherche nach den Eigentümern und Buchungen etc., weiterhin in einer Desktop-Software ermittelt werden. Das heißt, diese Daten gehen in dieser Granularität und Tiefe nicht in in die GDITH ein und müssen dann entsprechend in einem Zweitprogramm, nämlich unserer Erhebungs- und Qualifizierungskomponente, am Desktop recherchiert werden. Jetzt war natürlich unser Wunsch, dass wir möglichst all diese Schritte im QGIS, das heißt aus einer Hand, umsetzen können. Und da sehen wir natürlich und das erste große Hemmnis sind diese vielen verschiedenen Datenquellen. Und damit nicht genug. Und damit sind wir bei unserem ersten Projekt, unserem ersten Teilprojekt, nämlich dem Aufbau einer zentralen Datenhaltung auf Basis von Open-Source-Technologie, dem sogenannten TLBG Data Hub. Wie ich eben schon sagte, es ist ein Teilprojekt. Das heißt, wir hatten schon mehrere Ideen, dass davon jetzt im Zweifelsfall nicht nur eine Bodenrichtwertauskunft profitieren kann. Wir haben hier im Amt verschiedene Datentöpfe, die ihrerseits eben zum Teil noch einmal lokal aufgesplittet sind durch die 8 Katasterbereiche. Und Ziel war es erstmal, wie können wir all diese Daten in einer zentralen Datenbank zusammenführen. Als da wären zu nennen eben Alkis und Atkis, die Bodenrichtwerte, aber auch Daten wie die Hausumringe oder Hauskoordinaten. Ja, dann kam die Idee auf, wir könnten eine PostgreSQL bzw. PostGIS-Datenbank aufbauen mit verschiedenen Schemata und all diese Daten dort zyklisch hereinimportieren. Nun ist es so, die wichtigsten Daten, die wir vom Amt her führen, sind natürlich die Daten auf Basis des 3A-Modells, also AFIS, ALKIS, ATKIS, und insbesondere die Daten ALKIS und ATKIS sind nun unsere wichtigsten Produkte für den Bürger. Die primären Datenhaltungskomponenten in dem amtlichen Bereich kommunizieren nun alle über die normbasierte Austauschschnittstelle. Das ist ja ein XML-Derivat. Und sind also originär nicht so einfach per QGIS beispielsweise anzufragen. QGIS versteht zwar inzwischen eine NAS-Datei, dadurch, dass GDAL das Format mit dem NAS-ALKIS-Treiber unterstützt, aber diese Datenbanken müssen alle explizit abgerufen werden über einen Auftrag, dann kommt das Ergebnis zurück und dieser kann dann entsprechend eingelesen werden. Das ist bei einer PostgreSQL-Datenbank natürlich deutlich intuitiver. Hier hatten wir dann den Weg gewählt, dass wir einen Datenbankimport per OGR zu OGR eben durchführen können. Das heißt, wir laden einmal die gesamte Datenbank uns mehr oder weniger im NAS-Format herunter und sorgen dann für einen zyklischen Import ins PostgreSQL. Ja, das Mapping der Objekte und Attribute, die nun in so einer NAS-Datei herauskommen, funktioniert dabei erstmal automatisch. Dabei kann es allerdings bei gedoppelten Attributnamen, beispielsweise dem Namen eines Objektes, und dann kann innerhalb dieses Objektes nochmal eine Fachdatenverbindung einen Namen haben. Da kann es dann natürlich zu Namensdopplungen kommen. Und wie das Ganze jetzt konkret gemappt wird aus NAS-Datei in die jeweilige Attributspalte in der relationalen Datenbank, kann man auch noch festlegen über eine sogenannte GFS-Datei. Und für einen kontrollierten Import ist nun also dreierlei notwendig. Erstens der Aufbau eines leeren Tabellenschemas, zweitens die Benutzung des Programmes OGR to OGR und Mitgabe dieser GFS-Datei für das korrekte Mapping. Nun sind ALKIS und ATKIS ja sehr komplexe Standards, wobei die GeoInfoDoc hier mehrere hundert Seiten umfasst. Da waren wir natürlich glücklich, dass wir dieses Mapping und auch den Aufbau dieses sehr umfangreichen Tabellenschemas
nicht from scratch selber durchführen mussten, sondern wir konnten hier auf das Programm Alkis Import von der Firma Norbit zurückgreifen, das ja auch im Rahmen der PostNAS Suite entstanden ist. Für die Bodenrichtwerte benutzen wir einen eigenen und einfachen Standard. Der ist tatsächlich, also er lehnt sich an offizielle Standards oder an einen von der ADV empfohlenen Standard. Allerdings haben wir hier eigene Erweiterungen vorgenommen und aus dem Grunde war hier ein manuelles Mapping notwendig. Das heißt, dafür haben wir das Tabellenschema also selbst aufgebaut und auch die GFS-Datei erzeugt. Nachdem nun also dieser zyklische Import über einen Cronjob durchgelaufen ist, meistens in der Nacht logischerweise, führen wir dann auch noch die Aktualitätsdaten nach. Das heißt, wir haben in jedem Datenbankschema dann eine Log-Tabelle, in der jeweils die Aktualität der Daten eingetragen wird. Ja, so sieht das Ganze jetzt in der aktuellen Ausbaustufe aus. Wir haben also im DLBG-Datenhub als Postgres-Datenbank einen täglichen bzw. eher nächtlichen Import von ATKIS-Daten. Wir haben einen gesammelten ALKIS-Import mit wöchentlicher Aktualität dieser 8 verschiedenen DHKs und auch die Bodenrichtwerte aus 8 verschiedenen DHKs, hier allerdings wieder ein täglicher Zyklus. Und Zusatzdaten wie die Hauskoordinaten und Hausumringe wechseln sich normalerweise nur einmal pro Jahr ab. Das heißt, die kann man im Zweifelsfall manuell nachführen. Rechts sieht man jetzt mal die Schemaübersicht im Datenhub, wie das Ganze im PG-Admin aktuell aussieht. Zusätzlich haben wir noch ein Schema QGIS drin, sodass wir gleich im Datenhub fertige Projekte zur Arbeit mit den Daten hinterlegen können. Wichtig dabei ist zu bemerken, wir benutzen den Datenhub momentan wirklich nur zum Lesen. Das heißt, der normale Nutzer hat einfach einen lesenden Zugriff. Es ist im Augenblick nicht möglich oder geplant, damit wirklich aktiv auf den Daten zu arbeiten. Ja, jetzt haben wir die Daten sozusagen alle beieinander. Wie setzen wir jetzt die Suchfunktion um? Auch hierbei konnten wir glücklicherweise auf ein bestehendes Projekt der PostNAS Suite aufsetzen, nämlich die PostNAS Suche vom Kreis Unna. Das ist eine Flurstückssuche auf Basis von Flurstücksnummer, Adresse und Eigentümer, die direkt auf das vom PostNAS Import verwendete Schema sozusagen zugreifen kann und setzt das Ganze technisch um über eine Indextabelle, die aus den relevanten und zu suchenden Daten gebildet wird. Wir haben nun allerdings hier einige Einschränkungen zu beachten. Zum einen dürfen personenbezogene Eigentümerdaten nicht öffentlich gesucht werden und öffentlich bedeutet hier auch amtsintern öffentlich, also von jedem, der diese Datenbank benutzt. Die Passwörter für den personenbezogenen Zugriff sollen nicht auf den Computer gespeichert werden und auch die Verwaltung der Nutzerrechte soll möglichst rein in der Datenbank und nicht im Plugin erfolgen. Aus diesem Grund haben wir das Plugin in geringem Maße überarbeitet, sodass wir sozusagen das Ganze aufgesplittet haben in 2 Unterplugins, namentlich sensitiv und öffentlich. Und für beide Versionen werden also unterschiedliche Indextabellen herangezogen, die auch mit den entsprechenden Datenbankberechtigungen verbunden sind. Und die Erstellung dieser Volltextindizes erfolgt also immer, wenn die DB tatsächlich nächtlich bzw. wöchentlich aktualisiert worden ist. Dazu wurden eben Änderungen an den Konfigurationseinstellungen vorgenommen. Das heißt, die Zugriffssteuerung per Plugin wurde entfernt, sodass nur der Datenbankzugriff bzw. die Datenbankberechtigungen über den Zugriff entscheiden. Und es wurde eine Ad-hoc-Abfrage der Zugangsdaten hinzugefügt, sodass diese nicht langfristig auf den Rechnern gespeichert werden müssen. Ja, hier sieht man mal die kleinen Veränderungen. Also im Bild links oben sieht man das Originalbild und unten sieht man jetzt, da ist noch ein Häkchen dazugekommen, Authentifizierung auf dem Computer speichern. Und auf der rechten Seite sieht man jetzt auch die 2 Suchfenster, die sozusagen simultan geöffnet werden können im QGIS. Einmal in der beschränkten Ausführung und einmal in der sensitiven Ausführung, wo dann auch die Suche nach den Eigentümern möglich ist. Ja, die Recherchefunktion war nun der nächste große Punkt. Alkis Import bietet hier mit dem QGIS-Plugin Norgis-Alkis-Einbindung eben eine Funktion zum Abruf von Flurstücks- und Eigentümerinformationen an. Allerdings muss dafür ein Postprocessing beim Datenimport erfolgen. Und das ist leider für unsere gesamte Landesfläche
zu zeitaufwendig, denn dieses Post-Processing muss bei jeder Aktualisierung erfolgen. Das heißt also bei Alkis im wöchentlichen Rhythmus und die Laufzeit für die gesamte Landesfläche dauert dann mehrere Tage bis zu einer Woche. In der Zwischenzeit können wir mit den Daten nicht arbeiten. Das war natürlich kein gangbarer Weg für uns. Und aus dem Sinne, in dem Sinne war die Zielsetzung dann der Abruf von Flurstücksinformationen inklusive der dahinterliegenden Buchungen und Eigentümer und so weiter auf den Originaltabellen, also ad hoc, ohne Nutzung des Postprocessings. Und natürlich auch hier wieder unter Nutzung unterschiedlicher Zugangsdaten. Ja, hier kommt jetzt unsere erste Eigenentwicklung ins Spiel, nämlich PostNAS Info. Das setzt das Ganze um, eben die Ad-Hoc-Abfrage auf den Flurstücken. Und das heißt, man klickt also im Kartenbild auf eine Koordinate. Es wird das da herunterliegende Flurstück ermittelt. Und ich bekomme dann ad-hoc eben Daten zur Gemarkung Gebietszugehörigkeit, zur Fläche, welche TN auf diesem Flurstück liegt, ob Gebäude dort, ob das Flurstück bebaut ist. Die Bodenschätzung, sofern vorhanden, dann die Buchungsinformationen komplett aufgeschlüsselt nach Art der Buchung, zuständiges Gericht, Eigentümer etc. Und ganz wichtig, auch komplexe Buchungen werden eben aufgeschlüsselt, sodass eben auch Erbbaurechte, aufgeteiltes Wohnungseigentum etc. direkt beauskunftet und abgefragt werden kann. Die Laufzeit ist dann abhängig von der Buchungskomplexität und dauert im Allgemeinen zwischen 2 und 15 Sekunden. Und hier sehen wir mal so einen Flurstücks- und Eigentümernachweis für unser TLBG. Das heißt, da geht dann einfach ein HTML-Formular auf und mir werden die notwendigen Informationen angezeigt. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich die Umsetzung der eigentlichen Bodenrichtwertauskunft. Das Ganze sollte eben als QGIS-Plugin geschehen auf Basis des TLBG. Data Hubs und die Nutzerführung sollte eben durch thematische Fenster passieren, also im ersten Fenster die Art des Abrufs, Stichtag und so weiter, dann die Auswahl der Bodenrichtwertzonen, die dort vorliegen, Auswahl von Format und Maßstab, Kontrolle des Kartenbildes und Wahl des Speicherpfades und im letzten Punkt die Erstellung der eigentlichen PDF-Datei. Das Ganze wurde dann aufgebaut auf Basis modularer Fensterklassen, das heißt jedes Fenster wurde quasi als eigene Klasse modelliert mit allen Ein- und Ausgabefunktionalitäten, sodass im Zweifelsfall auch leicht neue Informationen zusätzlich abgefragt werden können bei Bedarf. Die ganze Ablaufsteuerung, das heißt die Reihenfolge der einzelnen Fenster, die Auswertung oder Entgegennahme der einzelnen Ergebnisse und die Erzeugung des PDFs im Endeffekt erfolgt dann in der Hauptdatei des Plugins. Ja, das sind hier mal die wichtigsten Fenster im Überblick. Auch hier ist es also so, man klickt einfach in der Karte auf das gewünschte Flurstück und anhand der Koordinaten wird eben im Datenhub dann abgefragt, welches Flurstück liegt hier vor. Ich kann dann eine eigentliche Bodenrichtwertauskunft mir holen oder ich kann auch einen Auszug aus der Bodenrichtwertkarte mir ziehen. Im letzten Fall sind einfach keine Sachdaten mit in der Abfrage enthalten. Es gibt zwei verschiedene Abfragetypen. Ich wähle den entsprechenden Stichtag, Antragsnummer und Antragsdatum. Dann sehe ich hier im zweiten Fenster, welche Bodenrichtwertzonen sind in diesem Flurstück enthalten und ja, kann dann letzten Endes den PDF-Druck parametrisieren. Links sehe ich dann nochmal eine Kontrolle des Kartenbildes, kann den Kartenausschnitt nochmal verschieben und auf der rechten Seite dann das Endprodukt, die fertige Bodenrichtwertauskunft, die so an den Bürger abgegeben werden kann. Ja, dann komme ich auch schon zum Fazit und Ausblick. Dieser Prototyp, denke ich, hat das Potenzial von FOSS-Infrastruktur für unsere amtsinternen Workflows auf jeden Fall eindeutig zeigen können und uns motiviert auch weiterhin in dieser Richtung zu schauen, was auch hier noch möglich sein wird. Das waren große Lerneffekte für uns, eine steile Lernkurve natürlich. Wir haben natürlich auch Herausforderungen und Risiken feststellen können, zum einen bei der Nutzung fortgeschrittener PyQGIS-Funktionen, wo zum Teil die Dokumentation relativ dünn bis gar nicht vorhanden ist. Dann sind wir natürlich schwer abhängig von der PostNAS Suite, also dem benannten Treiber oder eben auch im Bereich Alkis ATKIS vom Programm Alkis Import. Und durchaus negativ, zumindest im Moment noch hervorzuheben, wenn wir aktuell Probleme
hatten beim Aufbau dieser FOSS-Infrastruktur, waren wir natürlich auf uns gestellt und hatten keinen Ansprechpartner beziehungsweise einen Erfahrungsaustausch. Und gerade aus diesem oder vor diesem Hintergrund möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass aus unserer Sicht ein regelmäßiges Anwendertreffen der PostNAS-Nutzer sehr wünschenswert wäre. Das gab es ja offensichtlich bis vor 2 Jahren. Und ja, wir wären auf jeden Fall dabei, wenn dieses Format wieder aufgenommen werden würde. Ja, zum Abschluss, der Prototyp wird aktuell weiterentwickelt und die Fachabteilung ist auch sehr positiv gestimmt. Das heißt, im Augenblick wird die Entwicklung zum Ende geführt und dieser Prototyp auch mittelfristig produktiv eingesetzt werden. Ja, damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hoffe, Sie konnten was mitnehmen und stehe Ihnen jetzt natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, Herr Brandt, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Wir gehen direkt zu den Fragen oder besser gesagt, momentan haben wir eine Frage. Es können auch noch gerne Fragen gestellt werden. Wird der Quellcode als Open Source bereitgestellt? Ja, das ist die Frage, die wir am ehesten erwartet haben. Tatsächlich ist es im Augenblick so, dass das Amt keine öffentliche GitHub-Plattform besitzt. Und aktuell ist es auch noch nicht geplant. Allerdings wäre jetzt dieses Projekt ein gutes Beispiel, um das Ganze entsprechend mal aufzugreifen und heranzutragen. Wenn also seitens der Community das hier entsprechend gewünscht wäre, dann kontaktiert uns gerne. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse auch gleich nochmal in den Chat rein. Und dann können wir auch mit diesem Rückenwind entsprechend da mal schauen, dass wir das Ganze veröffentlichen. Eine Sache muss man natürlich sagen, die Bodenrichtwertauskunft, also das dritte Plugin, basiert jetzt natürlich sehr stark auf unseren persönlichen oder eigenen Bodenrichtwertdatenstrukturen. Aber gerade die das Informationsplugin ist im Wesentlichen dann nativ nutzbar, wenn man den PostNAS-Import verwendet hat. Alles klar, vielen Dank. Wir haben natürlich auch im Vendelist die Mitarbeiter, die teilnehmenden Liste. Auch darüber kann man denn den Herrn Brandt auch noch anschreiben. Nächste Frage. Haben Sie das jetzt alles in Eigenregie in-house entwickelt? In der Tat. Also das Ganze ist eigentlich aus einem Projekt für unsere Dualstudierenden hervorgegangen, denen wir letzten Endes die Datenquellen und die Verschneidung verschiedener Datenquellen vereinfachen wollten. Das war der initiale Startpunkt für diesen Datenhub. Und wo wir den Datenhub dann einmal hatten und auch diese zyklischen Verfahren etabliert hatten, kam natürlich dann die Idee auf, warum das Ganze nicht auch produktiv verwenden. Und so kam es dann früher oder später zu dem besagten Prototyp für die Bodenrichtwertbeauskunftung. Da schließt sich gleich die nächste Frage an. Wenn Sie das alles selbst gemacht haben, mit wie viel Manpower haben Sie das gemacht? Eins. Okay. Also im Wesentlichen ja vielleicht 1,5. Also mein Chef kam auf die Idee und hatte auch technologisch, gut die Rahmenbedingungen gesetzt und entsprechend dafür gesorgt, dass wir überhaupt diese Technik zur Verfügung haben. Aber im Wesentlichen habe ich diese Datenbank und auch dieses Plugin komplett selbst umgesetzt. Wir haben noch eine nächste Frage. Gab es Argumente gegen die Zusammenführung im Datenhub? Also der schwierigste Teil war tatsächlich für uns jetzt die Berücksichtigung der datenschutzrelevanten Fragestellung. Das ist auch im Augenblick der Grund, warum die datenschutzrechtlich relevanten Daten, so wie ich sie hier gezeigt habe, noch nicht verwendet werden. Das heißt, im Augenblick ist der Abruf für den allgemeinen Zugriff nur auf die unkritischen Daten freigegeben. Und da muss erst noch amtsintern dann eine Abstimmung erfolgen, inwieweit da gegebenenfalls auch noch ein Logging notwendig ist vor der Vergabe von spezifischen Nutzerkennungen. Und da kommt auch tatsächlich noch ein bisschen technische Grundlagenarbeit auf uns zu, was zum Beispiel eben dann das tabellenspezifische Logging von Anfragen und so weiter angeht. Auch hier sind wir immer glücklich über guten Rat oder wer da eine gute Idee hat. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Alles klar. Ja, die Zeit ist um. Vielen Dank nochmal für diesen interessanten Vortrag. Sehr gerne.